Heute geht es um die Geheimnisse im Inner Circle. Viel Spaß dabei! Ich habe die letzten 5 Jahre damit verbracht, von den allerbesten Online-Marketern heutzutage zu lernen. In dieser Zeit habe ich tausende von Produkten per Online-Marketing verkauft. Jetzt bin ich dabei, mein Millionengeschäft aufzubauen. Wie schaffe ich das, ohne Schulden zu machen oder mir einen Geldgeber ins Boot zu holen? Und das komplett von null an. Dieser Podcast gibt dir die Antwort. Komm mit mir mit und sei dabei, wenn ich lerne, Dinge umsetze und über die Marketingstrategien spreche, wie ich mein Online-Geschäft aufbaue. Mein Name ist Peter Martini und willkommen zur Peter Martini Show. Gestern habe ich mal wieder ein Buch aus dem Bücherregal rausgezogen. Ein Buch von Russell Brunson. Es heißt Expert Secrets. Und das habe ich gleich mal wieder von Anfang an gelesen. Ich habe das schon mal gelesen, aber es ist schon länger her und jetzt hatte ich einfach Lust, das wieder mal zu lesen. Also ich habe es von Anfang an gelesen und gleich am Anfang, ziemlich am Anfang, erzählt Russell von 2 erfolgreichen Finanzberatern, vom Ryan und vom Brad, und was die beiden so erlebt haben. Und das hat mich dann schon wieder gepackt und ich habe mir gedacht, es ist einfach klasse, die Geschichten. Ja, also er erzählt, wie die beiden im Internet unterwegs waren und auf eine Webseite vom Russell getroffen sind und dort ein Buch gesehen haben, was er dort anbietet. Und dieses Buch haben sie dann einfach gekauft, weil sie das einfach interessant fanden und sie das fasziniert hat. Wie der Russell halt ist, das ist ja ein Top-Marketer, der hat natürlich dann gleich Upsells hinten nachgeschoben, also weitere Dinge zum Kaufen. Und die beiden, die fanden auch diese Sachen so gut, dass sie gleich alle Upsells gekauft haben. Und so sind sie also in die Welt vom Russell eingetaucht und haben die Sachen so kennengelernt und fanden das immer besser und waren immer mehr begeistert. Dann haben sie auch festgestellt, eine Woche später gleich findet Funnel Hacking live statt. Das ist die jährliche Veranstaltung, das jährliche Event, das der Russell Brunson abhält. Und da lädt er immer seine ganzen Kunden dazu ein und seine Follower. Und auch das fanden sie sehr interessant und sie waren dann kurz entschlossen, wir machen das. Und haben sich da gleich angemeldet. Dann haben sie sich also Tickets gekauft und die sind, glaube ich, da nicht ganz günstig. Ich meine, wenn ich es richtig weiß, liegen die schon bei 2000 Dollar oder noch höher, zumindest wenn sie es so kurzfristig kaufen. Dann haben sie sich noch Flüge gekauft und haben ein Hotel besorgt, also sie haben richtig investiert und sind dann da auf dieses Event gefahren. Und dieses Event hat sie dann noch mehr begeistert, also die Begeisterung ist ständig gestiegen. Sie haben halt dort lauter Unternehmer getroffen, lauter interessante Persönlichkeiten. Da waren welche dabei, die waren Anfänger, die haben noch nicht viel Erfolg vorzuweisen gehabt, aber es waren eben auch welche dabei, die sind schon ein paar Jahre dabei und die haben schon richtig viel Erfolg. Und sich mit denen zu unterhalten, ist einfach interessant. Einfach vom Mindset her, wie sie denken und auch Erfahrungsaustausch zu machen, wo sie stehen, wo sie ihre einzelnen Probleme haben, welche Probleme sie schon überwunden haben. Da gibt es einfach viel zu lernen und das hat ihnen wirklich gut gefallen. Und dann haben sie natürlich auch die ganzen Geschichten gehört, die von der Bühne her erzählt worden sind und wie sie gemerkt haben, das ist eigentlich immer spannend und diese Vorträge sind gar nicht langweilig, sondern sie fesseln sie und sie sitzen ganz begeistert in ihren Sesseln und lernen dann nebenbei auch noch wirklich wertvolle Sachen. Die notieren sie natürlich mit, schreiben viel mit und können es kaum noch abwarten, bis die Veranstaltung dann endlich vorbei ist, damit sie es dann in den nächsten Wochen auch umsetzen können für ihr Geschäft. Aber noch sind sie ja da und hören zu. Irgendwann spricht dann der Russell Brunson auch über seinen Inner Circle und beschreibt eben, um was es dann im Inner Circle geht. Da sprechen sie wirklich über die Dinge, die aktuell einfach funktionieren, wo er weiß, worauf man sich fokussieren muss, damit die Geschäfte auch wirklich schnell erfolgreich werden. Und ich weiß nicht was, ich kenne jetzt den Inhalt vom Inner Circle nicht ganz genau, aber ich weiß, dass er auch gesagt hat, der Beitritt kostet 50.000 Dollar. Also nicht ganz so wenig. Und unsere beiden Stars, der Ryan und der Brad, die haben sich ich kann mir vorstellen, mit großen Augen angeschaut und konnten das hier nicht glauben. Aber sie haben auch gemerkt, dass sie das schon auch fasziniert und sie das gerne wissen wollen, was denn da so gesagt wird und sie das auch ganz gerne umsetzen wollten für ihr Geschäft. Aber das war schon eine ganze Menge Geld. Jedenfalls haben sie diesen Gedanken bewegt, sind nach Hause gefahren, sind auch wieder ins Bett gegangen, haben drüber geschlafen und haben praktisch schlaflose Nächte erlebt, weil sie sich immer wieder überlegt haben, hey, wir wollen da hin, wir wollen da auch mitmachen und wollen auch wissen, wie das funktioniert. Und wenn wir das nicht wissen, um was es da geht, dann verpassen wir vielleicht unter Umständen was. Und dann haben sie also ein paar Tage drüber geschlafen und das Ergebnis war dann, dass sie gesagt haben, okay, wir investieren die 50.000 Dollar
Okay, das war möglich, weil Sie waren ja erfolgreiche Finanzberater. Es ist ein Haufen Geld, das bezahlen Sie auch nicht so sofort und investieren das auch nicht sofort. Aber Sie haben sich überlegt, wir wollen das investieren, wir wollen das machen. Dann haben Sie mit einem Berater gesprochen und haben sich da angemeldet, beworben dafür, für diesen Inner Circle und sind dann tatsächlich genommen worden. Und dann kam es auch bald dazu, dass sich dieser Inner Circle getroffen hat und alle wurden eingeladen. Dann kamen sie also auch mit da an und kamen dann in den Raum, wo die ganzen Mitglieder vom Inner Circle waren. Und das waren so um die 20 Leute. Ich glaube, 21 Leute waren es. Und sie waren sich dann auch ein bisschen unsicher und haben aber dann auch festgestellt, dass es den anderen sehr ähnlich geht und dass auch die anderen so einen ähnlichen Weg dazu hatten in diesen Inner Circle. Aber wenn ich mir das so überlege, also wenn da über 20 Leute sind und jeder zahlt $50.000, dann ist das schon ein Haufen Geld. Aber der Russell Brunson, der verdient dann auch entsprechend viel, dass er sich dann auch selber so verkaufen kann. Und er bringt ja seine Leute auch wirklich zum extremen Erfolg, was wir hier jetzt dann auch gleich sehen werden. Jedenfalls sind die da alle drin und damals haben die dann so angefangen, dass jeder so seine Geschichte erzählt hat von diesen 21 Leuten. Und damit sie sich auch kennenlernen. Und auch unsere zwei haben dann wieder genau erzählt, wie sie da also hingekommen sind und haben am Ende dann gesagt, also wir wissen, dass das funktioniert, diese ganze Funnel-Geschichte. Russell Brunson spricht ja immer über Funnels. Und wir wissen, dass es funktioniert, die Funnels, denn sonst wären wir ja nicht hier. Aber wir würden gerne wissen, wie es funktioniert. Wir wollen das verstehen, wie es funktioniert. Und wir wollen das natürlich dann auch umsetzen, dass auch unsere Kunden auch solche Erlebnisse machen, solche Erfahrungen machen, weil das einfach klasse ist, sowas zu erleben und an eine solche Erfahrung zu machen. Und das war also ihre Geschichte. Und dann haben sie noch den anderen mit zugehört und haben dann auch beim Überlegen gemerkt, dass in ihrem Markt, also in diesem Finanzberatermarkt, das noch keiner so macht. Und dann ging es auch darum, wie funktionieren jetzt diese Funnels? Und der Russell Brunson hat ihm das dann erklärt im Folgenden, wie das Ganze funktioniert, sodass die beiden das dann auch verstanden haben. Sie wissen jetzt also, wie es funktioniert. Und es liegt einfach auch mit daran, dass es im Geschäft nicht um den Verkauf geht. Es geht nicht darum, dass ich möglichst viel verkaufe oder dass ich mein Produkt verkaufe, sondern es geht darum, eine Bewegung zu schaffen. Eine Bewegung, die das Leben von Menschen positiv verändert. Und derjenige, der diese Bewegung schafft, das ist derjenige, der die Berufung hat, diesen Menschen auch zu dienen, damit diese Menschen auch ihr Leben eben ändern können. Das ist so ähnlich wie ein Bergführer, der eine Gruppe von Bergsteigern auf einen Berg führen soll. Er ist der Anleiter, er sagt, wo der Weg entlang geht und er weist die Teilnehmer auf Gefahren hin. Und lässt die Teilnehmer vielleicht auch mal selber vorangehen, wenn es ungefährlich ist. Aber wenn es gefährlich wird, dann ist er da und beschützt seine Gruppe und zeigt, wo es auf den Berg geht und macht vielleicht auch mal Pausen und sagt, auch jetzt müssen wir mal uns erholen oder wir müssen Wasser finden oder was auch immer. Aber die Aufgabe von dem Bergführer ist das, die Aufgabe von demjenigen, der so eine Bewegung startet. Russell Brunson nennt die Grundlage dazu Frameworks. Das kann ich im Deutschen vielleicht übersetzen mit Komponenten. Das ist so ähnlich wie Komponenten, die sich dann zusammensetzen lassen, wie so Lego-Bausteine zu einem Gesamtsystem. Also diese Frameworks gilt es zu verstehen. Und die hat er erklärt in seinem Inner Circle. Das haben unsere beiden Stars aufgenommen und aufgesogen und haben dann auch alle Komponenten verstanden. Jetzt haben sie aber ein Problem gehabt, denn Sie wissen, dass es funktioniert, aber Sie wissen nicht, wie Sie das in Ihrem Markt umsetzen sollen, weil es hat ja bis jetzt noch keiner gemacht. Also wie können Sie es wirklich anwenden? Der Inner Circle war vorbei, Sie sind wieder nach Hause gefahren und haben sich dann überlegt, wie können wir diese Frameworks ansetzen? Und das hat ein paar Monate gedauert, bis Sie herausgefunden haben, wie Sie das anwenden können und wie es dann auch wirklich funktioniert. Und dann hatten Sie tatsächlich Erfolg und Sie haben gemerkt, die Frameworks funktionieren auch in Ihrem Markt. Und das hat ja der Russell Brunson auch gesagt. Die Frameworks, die er da lehrt, die funktionieren in jedem Markt. Es kommt immer ein bisschen auf die Anwendung drauf an, man muss es richtig anwenden, aber das lässt sich rausfinden und dann funktioniert die ganze Geschichte. Jedenfalls war es bei unseren zwei Stars so, dass es einige Monate gedauert hat und dann sind sie in den Two-Comma-Club Award gekommen. Das ist der Bereich, wo Russell Brunson einen Preis vergibt, einen Award für den Two-Comma-Club. Der Two-Comma-Club steht für zwei Kommas und das ist im Amerikanischen 1 Million Dollar. Die wird mit zwei Kommas geschrieben. Wir schreiben sie mit Punkten, die schreiben es mit Kommen, daher kommt es. Also, die haben 1 Million Umsatz gemacht innerhalb von ein paar Monaten. Und wenn ich mir das so überlege, dann haben sie wahrscheinlich ihren Einsatz damit wieder zurückgeholt, die 50.000 für den Inner Circle und vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber damit hat es nicht aufgehört. Das ging weiter. Und nach einem Jahr haben sie dann die 10 Millionen Grenze geknackt. Dann waren sie im Two-Comma-Club X Award. X steht für mal 10.
Ja, das ist nach einem Jahr schon passiert. Also es hat nur ein Jahr gedauert, dahin zu kommen. Und letztendlich geht es darum, wenn du ein Problem lösen kannst, dann bist du ein Experte für diese Problemlösung. Und wenn du die Geschichte dazu erzählst, wie du dieses Problem gelöst hast, dann zieht deine Geschichte andere Leute an. Und es ist ja auch deine Geschichte. Keiner kann das nachmachen. Selbst wenn du in einem Markt bist, wo mehrere das gleiche Problem lösen, ist es trotzdem deine Geschichte. Und du ziehst damit auch deine Wunschkunden an. Wenn du die Geschichte richtig erzählst, dann kann deine Geschichte Leben verändern. Zum Positiven hoffentlich. Und dieser Einfluss, der ist dann auch unschätzbar wertvoll. Und damit entsteht dann eine Win-Win-Situation, dass eben deine Kunden ihr Leben positiv verändern können und du gut verdienst oder wir gut verdienen. Deine Geschichte, wenn du sie gut erzählst, kann zum Beispiel Ehen retten oder Familien reparieren oder es kann die Gesundheit von jemandem erhalten. Es kann auch eine Firma zum Erfolg führen. Es kann Arbeitsplätze erhalten und sogar Arbeitsplätze schaffen. Das ist da alles möglich. Aber das Ganze geht nur, wenn du deine Stimme findest, wenn du weißt, wie du solche Storys, solche Geschichten auch erzählen kannst. Und zweitens, wenn du eine Bewegung gründest. Es geht nicht darum, ein Produkt zu verkaufen. Es geht darum, eine Bewegung zu gründen. Und drittens, wenn du die Berufung annimmst, die du hast, genau so eine Bewegung zu gründen. Das sind die drei Grundlagen. Und wie das genau funktioniert, das erfährst du im Buch Expert Secrets, denn da steht genau das alles drin, was der Russell Brunson auch im Inner Circle lehrt. Da fehlt nichts und da kommt auch nicht viel, so viel mehr dazu. Das heißt, das ist das Spannende an diesem Buch Expert Secrets und das erzählt er genau auch am Anfang von diesem Buch. Also ich bin einfach auch wieder mal begeistert, mich hat es auch wieder gepackt, als ich dieses Buch da gelesen habe. Ja, wenn du dich auch interessierst für dieses Buch, ich packe noch einen Link hier mit unten drunter. Da kannst du es dir kaufen drüber. Dann kommst du auf diese Website vom Russell Brunson. Es gäbe auch die Möglichkeit, es über Amazon zu kaufen. Empfehle ich dir nicht. Kauf es lieber über die Website von Russell Brunson. Es kann sein, dass es ein bisschen teurer ist. Aber du hast dann dieses Erlebnis, dieses Kauferlebnis. Deshalb kaufe auch langsam. Schau dir das genau an, wie er dieses Buch verkauft. Entdecke die Geschichte dahinter, die er erzählt, wie er seine Bewegung aufbaut. Denn du erlebst dann das, wie er Leute in seine Bewegung mit aufnimmt. Und dieses Erlebnis bekommst du dann. Du musst nicht die Upsells kaufen, dahinter kommen Upsells. Du musst sie nicht kaufen, du kannst sie kaufen. Aber schau sie dir einfach an. Wie macht er das? Warum redet er darüber? Und ob du das auch spürst, dass du mit in diese Bewegung rein willst oder auch nicht. Und wenn du das erlebst, dann erlebst du diese Framework vom Russell Brunson direkt in Arbeit. Da siehst du, wie das Ding arbeitet, wie es funktioniert. Und wenn du das an dir selber erlebst, dann kannst du dir auch viel leichter vorstellen, dass es bei deinen Kunden funktionieren kann und dass du das auch umsetzen kannst. Und wie du das umsetzen kannst, findest du im Buch. Deshalb lohnt sich das Buch auf alle Fälle. Ja, soweit mal heute. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis bald. Wenn du gerade anfängst, lernst du vermutlich sehr viel. Vielleicht hast du auch schon manches ausprobiert. Das ist auch sehr gut. Wenn du weitere Informationen und kostenlose Kurse von mir haben willst, dann geh auf www.petermartini.com und trage dort deine E-Mail-Adresse ein.